Herr Busse, warum haben Sie die Rente der Jungen umgebracht? Na, das war so mehr Tötung auf Verlangen. Herr Busse. Bild am Sonntag, Süddeutsche Zeitung, Fokus, alle sind sich einig. Die Alten haben die Rente umgebracht, Sie sind Teil von den Alten, wollen Sie das leugnen? Wenn Sie gestehen, erlassen wir Ihnen die letzten Lebensjahre. Also die gehören eh schon nicht mehr mir, ich bin Kassenpatient. Und Sie werden immer älter. Ja, obwohl Sie wissen, dass das die Rente unbezahlbar macht. Herr Busse, warum sind Sie so viele und wir so wenige? Entschuldigen Sie, wir sind hier beim ZDF. Okay. Herr Busse. Lenken Sie nicht mit Fakten von unserer Meinung ab. Also, wo waren Sie vor 8 Jahren, sagen wir, gegen 14 Uhr? In Rente? Aha, sehr verdächtig. Ja. Sagt Ihnen dieses Schiff etwas? Das ist die AIDA. Sie wurden mehrfach an Bord gesehen. Ja, darauf habe ich gearbeitet. Ich bin da aufgetreten, um meine Rente aufzufrischen. Aha, gibt es dafür Zeugen? Ja, das ist schwierig. Ne? Die einen leben nicht mehr und die anderen hielten mich für Rudi Carrell. Herr Busse, waren Sie 2013 wählen? Ja, selbstverständlich. Aha, bei dieser Wahl war ein Drittel der Wähler über 60 Jahre. Hat Ihre Generation damit nicht diese Wahl über Gebühr beeinflusst? Ja, was kann ich denn dafür, wenn die Jungen nicht wählen gehen? Ist es nicht so, dass die Bundesregierung mit dem Rentenpaket Sie quasi für Ihre Stimme belohnen möchte? Sie wollen doch wohl nicht sagen, das ist eine Bestechung im Nachhinein, sowas wie die Pille danach. Mhm. Jetzt bin ich aber endgültig leid. Warum sitze ich hier eigentlich auf der Anklagebank? Was? Sie, wie viele Kinder haben Sie in die Welt gesetzt? Ich, das tut jetzt gar nichts zur Sache. Was das ist, also das, eins. Eins? Eins? Mit 36? Ja. Sie haben es auch richtig krachen lassen. Das, ne? Doch, ja. Und Sie? Was haben Sie denn so in die Rentenkasse eingezahlt? Das war... Nichts, kein Cent. Er ist nämlich Anwalt und sind in so einer Anwaltskammer und er kriegt da so eine extra Vorsorge. Das ist jetzt lenken Sie mal nicht von den Fakten ab. Interpol hat ausgerechnet, Ihr Rentengeschenk kostet uns 160 Milliarden Euro. Ja, aber nur, wenn man es auf 15 Jahre hochrechnet. Ja, und, aber das zahlen schließlich die Jungen. Nein, das zahlen alle Beitragszahler von 18 bis 65. Also zahlen es alle Arbeitnehmer? Nein, die Rentner zahlen es ja auch, weil sie kriegen ja weniger Rentenerhöhung. Sagen Sie mal, wo genau werden wir jetzt beschissen? Ich weiß nicht. Brauchen Sie mich noch? Sie! Sie bleiben so lange hier, bis Sie schuldig sind. Stopp! Wir müssen Ihnen was gestehen. Wir haben diesen Generationenkonflikt nur vorgespielt. Weil es einfach so viel Spaß macht. Schauen Sie doch an, das alte Wrack, ne? Und gegenüber der Jochen Busse. Und ist... Schauen Sie, wir mögen uns eigentlich sehr, sehr gerne. Und dieser Krieg der Generation, das ist nur eine Erfindung der Presse. Ich weiß, es ist schwer, sich von Meinungen zu verabschieden, bloß weil die Fakten nicht dazu stimmen. Aber es ist, schauen Sie, mir fällt es ja auch schwer, mich vom Generationenkonflikt zu verabschieden. Vor allem dann, wenn ich vor so einem Zebrastreifen stehe. Weißt du? Und dann so ein Rentner einem 56K-Modem gleich über die Straße schlurft. Dann sitzt so ein kleiner Fokusredakteur auf meiner rechten Schulter und sagt, tu es. Für die Rente. Ich tu es dann natürlich nicht. Meistens. Nein, wirklich, ich tu es nicht. Aber ich müsste es eigentlich tun. Wegen den Lohnnebenkosten. Hat man mir jedenfalls gesagt, Ende der 80er Jahre fing das an. Oh Gott, die Lohnnebenkosten. Ich hatte als Jugendlicher mehr Angst vor den steigenden Lohnnebenkosten als vor einem Atomkrieg. Man hat ja auf uns eingeprügelt, die Alten, die leben viel zu lange. Nicht umsonst. Ende der 80er Jahre, einer der berühmtesten Filme hieß wie? Stirb langsam. Der Plot war ja klar. Wenn die Rentenbeiträge steigen, dann steigen auch und explodieren die Lohnnebenkosten und eure Arbeitsplätze werden vaporisiert. Yippie-yay-yay, Schweinebacken. Aber kurz bevor uns die Rentner überrollen konnten, da hat die Politik das hier entdeckt. Die Rentenformel. Hier, guck, vielleicht, wenn es jemand lösen mag, jetzt... Richtig, da kommt null raus. Vollkommen richtig.
Und warum? Das liegt an diesen ganzen Faktoren hier, diesen Dämpfungsfaktoren. Damit hat die Politik die Rente, sagen wir mal, um 25% gesenkt. So, haben Sie den Aufschrei in der Bevölkerung gehört? Nein, deswegen heißen die auch Dämpfungsfaktoren. So. Meine Damen und Herren, das war der Moment, da hat die Politik und alle, da haben sie die Rente, das war, glaube ich, die größte Rentenkürzung in der Geschichte von Deutschland. Warum hat man es gemacht? Aus Angst vor dem demografischen Wandel. Der demografische Wandel, das hat man ja immer gesagt, immer weniger Junge müssen immer mehr Ältere durchfüttern. Die Zahlen waren ja konkret, die Prognosen waren klar. Die jungen Leute, also die Jugendlichen, also der halbiert sich die Zahl der Rentner verdreifacht sich. Katastrophe. Das Schöne an der Katastrophe ist, die hat schon stattgefunden. Von 1900 bis ins Jahr 2000. Von 1900 bis ins Jahr 2000 hat sich die Zahl der Jugendlichen verdoppelt und die Zahl der Rentner verdreifacht. Und was haben wir in der Zeit gemacht? Unsere Sozialsysteme ausgebaut und unseren Lebensstandard gesteigert. Sie werden fragen, wie ist das möglich? Die Wirtschaftskraft von Deutschland. Ich sage Ihnen das mal ganz kurz. Das hier ist ungefähr die Wirtschaftskraft von Deutschland im Jahre 1950. So, das waren goldene Zeiten. Da mussten wir von diesem Kuchen nur 14% an die Rentner abgeben. So, heute müssen wir über 30% an die Rentner abgeben. Das wäre ein Problem, wenn wir glauben, dass der Kuchen immer gleich groß geblieben ist. Ist er nicht. Der Kuchen hat sich dank moderner Technik und meiner netten Assistentin hier... Das ist das Verhältnis, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das, meine Damen und Herren, ist der Kuchen, den wir verteilen können. Ja, und trotzdem erzählen Sie uns immer, oh, wir müssen jetzt aber den Gürtel enger machen. Und jetzt sagen Sie zu Recht, ja, Moment, wenn so viel Kuchen da ist zum Verteilen, was ist da mit meiner Rente? Kleine Geschichte. Stellen Sie sich vor, ein Arbeitgeber, ja, der lädt jedes Jahr zur Geburtstagsparty ein. Und immer, jedes Jahr backt er einen immer größeren Kuchen. Und sie kommen an und kriegen aber immer ein kleineres Stück. Und sie fragen ihn, warum? Und er sagt zu ihnen, aber weil wir sonst alle verhungern. Und deutet auf so einen alten Mann in der Ecke, dem nehmen sie natürlich sofort das Kuchenstück weg, weil sie haben ja Angst zu verhungern. Und vor lauter Generationenkonflikt mit diesem Rentner in der Ecke, kommen sie gar nicht mehr dazu zu überlegen, wer in dieser Geschichte eigentlich am meisten vom Kuchen zurückbehalten hat. Der Arbeitgeber. Aber das dürfen sie nicht so laut sagen, weil sonst kommt jemand und sagt, psst. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause.